War da die komische Oma, ne? Nee, das war keine Oma, das war eine nette junge Frau mit ihrem Mann. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wer gefahren ist, aber das ist dann auch egal, weil sie gesagt hat, sie ist gefahren. Ich glaube aber immer noch, dass er aus der Fahrertür ausgestiegen ist, aber egal. Die ist beim Rückwärtsfahren, also hier, ne? Die ist vor mir gefahren, hat angehalten, dann fuhr die plötzlich rückwärts und hat nicht mehr angehalten. Und dann kam sie raus und sagte, da habe ich mich auf Spedizier verlassen und nicht in den Rückspiegel geguckt. Also, liebe Kinders, ne? Wehe, ihr wartet so lange, bis es piept. Guckt in den verkackten Rückspiegel, ey. Ich hätte ausrasten können. Aber die waren ganz nett. Vor allen Dingen, weil der so neu ist, einfach nur. Ja. Ja, das macht das Ganze leider nicht besser. Jetzt ist er nicht mehr so neu. Nach, 2,5 Monaten. Echt so eine Scheiße. Eine wunderschöne Frau meinte, guck ich doch einfach mal nicht in den Rückspiegel, wenn ich zurücksetze. Mensch. Ja. Das macht das nicht besser. Ich schon mehr miterlebt als mein Wagen, der 300.000 runter hat. Ich dachte, wir chillen hier mal kurz eine Runde. Ich müsste schon wieder Eisen brennen, oder was? Hast du hier voll den Gang zugemauert? Oh shit. Den Gang zugemauert? Ja, mit einer Kiste. Moment, wie viel brauchte ich denn jetzt von den Alloys? Ja, nur kurz übergangsweise. Geht schon voll wieder raus. Ich meine, gut, wenn alles wieder heile gemacht wird, dann ist mir doch egal. Und das hat sich ja nichts verbogen oder so. Also das ist wirklich nur... Hast du einen Lackschaden? Oh, no, schon wieder. Ja, weil ich meine, beim Rückwärtsfahren fährst du ja auch nicht 300. Nee, aber... Also das hat nur kurz Pock gemacht. Vorne ist irgendwie, siehst du halt die Anstoßstelle. Die ist einmal auf Höhe genau vom Kühlergrill. Einer der Kühlergrill-Dinger ist gebrochen. Das ist gut. Achso, und dann tauschen wir einfach nur das Fortschritt. Ja, und machen da den Lack neu und... Holy shit. Ich brauche immer noch Winterreifen, verdammt. Ja, das ist schlecht. Aber bei dem einen habe ich den Termin erst für Mitte Dezember gekriegt. Deswegen habe ich mir gedacht, boah, Alter, guck's mal bei einer anderen Werkstatt, ob du da nicht was kriegst. Also früher. Die haben es natürlich früher. Nee, irgendwie nicht. Nee. So, davon brauchte ich 8, ne? Also hier von 16. Ich habe einen am 4. bekommen. 4. Dezember? Nice. Ich habe meinen morgen. Ich kann ja auch nicht früher. Ich bin ja am 1. Dezember weg. Bin sogar definitiv weg, ey. Ich bin total überrascht. Echt, das steht schon fest. Hast du die Tickets? Nee. Aber es hieß, Koffer packen, wir fahren. Okay. Das heißt, davon brauche ich noch 4. Und ihr schlaft jetzt unter der Brücke? Nein, wir schlafen in meinem Haus mit Indoor, Whirlpool und Pool. Und haben 2 Mustangs und damit fahren wir durch die Gegend. Also ich hoffe, dass wir 2 Mustangs kriegen, weil du kennst es ja bei den Fahrzeuggesellschaften, ne? Wenn du dann da hinkommst und sagst, ey, hier, ich hab das gebucht, dann sagt er, ja, aber sie haben nur gebucht in der Fahrzeugkategorie. Hey, sie kriegen nehmen sie doch mal hier den Beetle. Ja, genau, ja. Wir können ihnen hier einen kleinen... Wobei, das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass du das in den Staaten machen kannst. Also so kundenfreundlich, wie die da ja nun mal sein müssen, damit die nicht gefeuert werden, könnte man wirklich versuchen, sollte das passieren, da ein bisschen Stress zu machen. Weil im Zweifelsfall wird der Kollege halt gefeuert. Aber da habe ich ja nichts von. Nee, so Arsch ist mir ja nicht. Aber... Jetzt habe ich einmal zu viel gemacht, aber ich denke, dass ich die Teile nochmal brauchen werde. Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Dann haben wir jetzt exakt das und das. Das brauchen wir. Alter, im Ernst? Hatte ich davon nicht extra zu viele gemacht? Also, oh, nö. Du wolltest ja vorhin meine Meinung, ne? Ja, hau raus. Ich glaube, ich würde den Stamm bis nach unten hin... durchgehend machen. Inwiefern? Ja, weil dieser riesige Stamm, der steht ja jetzt im Endeffekt auf diesen kleinen Billo-Säulen, sag ich jetzt mal, weißt du? Was heißt denn bis zum Ende durchgehen? Bis zum Dach des Berges. Wieso habe ich denn so wenig gemacht? Das verständlich. Schneller.
Er steht auf dem Dach des Berges. Ja, aber der Stamm, der dicke Stamm, der geht nicht bis zum Dach des Berges, sondern er hört kurz davor auf und dann steht er halt auf diesen kleinen, kleinen Hölzern. Ach so, meinst du das, okay. Ich glaube, es würde geiler aussehen, wenn der wirklich der Stamm durchgeht bis zu der, bis zum Dach. Du kannst, also das ändert ja nichts daran, dass diese Auswüchse dann rechts und links her hinkommen. Das sieht ja auch cool aus und so weiter und so fort. Okay. Aber, naja. Meinung. Naja, sehr gut, danke. Gerne. Kann ich mich ja... Oh Mann, also ich mal durch den Kopf gehen lassen. Alter, what the fuck, wieso hab ich denn... Das kommt davon, wenn man so viel arbeitet. Uiuiui, ich hab gerade gemerkt, ich habe gar nichts gegessen. Das passiert mir selten. Crazy! So, jetzt brauche ich noch die Carbon Plates. Und dafür brauchen wir Kohle, aber davon haben wir genug. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel. Echt nicht? Nein, leider nicht. Alter, wir haben nicht mal mehr Marmor. Ja, Sepp, woran kann das wohl liegen, dass wir kein Marmor haben? Geil. Und das war nicht mal böse gemeint, sondern wir haben es ja erlaubt. Kannst du dir abbauen gehen? Ja. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wie hart ihr sich dann einfach genommen habt und ihr dann gesagt habt, ja, das brauchen ist wir eh nicht. Das brauchen wir eh nicht. Genau. Ja. Wofür brauchst du denn jetzt Marmor? Ich hab was vor. Was denn? Ein neues Marmor. Ah, jetzt fängt er wieder an, in Rätseln zu reden. Nee, komm, ist mir egal. Ja, komm, ist mir egal. Was denn? Hör dich doch mal zu dem Jungen. Echt mal, ohne Spaß. Du kriegst ja eh keine Info. Keine Handfeste. Warum wird denn zumindest nicht? Sepp könnte wahrscheinlich total super diese Professor-Layton-Spiele programmieren oder so, weißt du? Finde raus, was gemeint ist. Oder, ey, nee, Sepp wäre Mathelehrer. Textaufgaben erstellen. Oh Gott. Nee, Moment, was mache ich denn hier? Also da rein. Moment. Was mache ich denn hier? Bin ich gerade verwirrt. Doch, das bist. Nee. Moment. Ach so. Da brauche ich 4 Stück von. Ah. So. Uiuiui, das könnte ein bisschen dauern. Aber. Nee, Moment, das kann man nicht kombinieren, oder? Kann man die Sachen kombinieren, wenn ich jetzt das hier nehme? Und das in den Mazerator stecke? Wo ist denn der überhaupt? Da. Nein! Doch. Natürlich. Rödle er schneller! Ob ich die mit dem kombinieren kann, was da rauskommt, weil ich glaube, das ist was anderes. Da, Kohldust, Kohldust. Ne, ist tatsächlich das gleiche. Krass, bei Zinn und Kupfer und so ist es nämlich was anderes. Ja, guck mal an, da können wir das ja doppelt so schnell machen. Dü, 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 flupp. Ey! Wieso höre ich hier Skelette? Wieso steht die Kuh da oben? Nein, tu's nicht, bitte! Geh wieder zurück, Elfrieda! Das Leben kann so schön sein. Ey, ich hab beschossen. Au, ich hab beschossen! Achso, du wurdest beschossen. Ich dachte, ich wurde beschossen. Hätte ja sein können, hätte er nicht beschossen. So war das nämlich. Das kommt jetzt so nebeneinander, glaube ich. Genau. Das kommt in den Kompressor. No. Stimmt das? Ja. Na, guck mal hier, rüttelt er immer schneller. Eigentlich ist das Ding sogar auf volle Drehzahl wahrscheinlich viel schneller als der Pulverizer. Ach ja, stimmt, dafür hatte ich das ja auch gebaut. Das haben wir doch mal gemacht, Christian. Dafür habe ich das ja gebaut. Ja, stimmt. Dafür habe ich das hier sogar extra geupgradet. Das war KLUK. Mal wieder. Aber wir sind doch noch schlauer geworden. Ich mag keine braunen Schafe. Ich klone hier weiße Schafe und dann kommen braune Schafe raus und schwarze Schafe. Aber ich will weiße Schafe. Mama, ich will weiße Schafe. Rassistisch. Ja, echt mal. Rashid. Krass. Moment. Typ.
So, Carbon Plates. Ja! Fertig gebrannt. Brenne er schneller. Ach, die RPMs gehen schon wieder runter. Achso, nee, da ist gar nichts mehr drin. Ich dachte, der verarbeitet noch einen. Schade. Dann nehmen wir das hier. Hast du die Eimer entweder zurückgelegt oder hast du die noch dabei? Eimer, Mama. Ich hatte nur einen Eimer und den habe ich immer dabei. Den hatte ich immer dabei. Was mir jetzt lustigerweise gar nicht aufgefallen ist, war, was ich mir heute angesehen habe, bei der Frage, ob wir bei Schlag den Raab wirklich eine Chance hätten. Das Einzige, was ich gesagt habe, wo ich eine Chance hätte, wären ja so, hier diese Zufallsspiele, also wo du sowieso eine Chance von 50-50 hast, Münzen schnippen. Und das habe ich irgendwie, als ich das erzählt habe, gar nicht gemerkt, dass ich schon wieder bei Münzen war und irgendwie komme ich da immer wieder hin. Verfolge mich. An Münzen kommst du gut zurecht, ne? Dafür habe ich aber das. Obwohl ich ja ehrlich gesagt sehen will, wie der Bram in den Sportspielen gegen den Raab gewinnt. Wäre geil, fand, oder? Das fand ich eine sehr gewagte Aussage. Aber es könnte ja natürlich passieren. Ich glaube, dass man gerade in den Sportspielen gegen Raab nicht chancenlos ist, weil der Typ halt konditionell nicht so gut ist. Und gerade bei so Spielen wie Blamieren, Kassieren und was nicht alles, ich glaube, da würde ich richtig hart gegen den versagen. Ich glaube tatsächlich noch gegen den Raab als Sportspieler am meisten hat Chancen. Hat den Blamieren oder Kassieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Das hat doch genau irgendwie erst einer oder zwei haben Blamieren oder Kassieren gewonnen, oder? Weil ich finde, Blamieren oder Kassieren ist somit das sicherste Spiel für den Raab. Na, das ist seine Hauptdisziplin ja natürlich. Ja, aber bei Sport ist halt so eine Sache. Bei Sport habe ich keine Schnitte. Ich würde da echt nichts gesagt. Ich finde das halt so schwer, weil man schon so viele Leute hat versagen sehen, wo ich weiß, der ist auf jeden Fall fitter als ich. Und zwar ziemlich jeder, der da teilnimmt. Außer damals der etwas korpulentere Kollege. Der war auch, der hat auch gewonnen. Der war richtig gut, der hat doch gewonnen, ja. Der war auch sehr sympathisch, der Mann. Der Baseballspieler, ne? Ich glaube schon. Metzger war der. Das Beste war immer noch der Typ, der meinte, er würde Eishockey in der Mannschaft spielen und konnte dann nicht Schlittschuh laufen. Ja, das war geil. Das war richtig cool, ja. Da habe ich mir gedacht, Junge, du erzählst ein bisschen Quatsch, glaube ich. Und ich glaube sowieso manchmal... Das mache ich ständig. Find die Berufe von den Leuten auch immer super. Also die haben immer einen Vollzeitjob, ja. Also ich bin irgendwie Arzt und eingespannt bin ich von morgens um 7 bis abends um 10. Aber danach gehe ich noch in den Fußballverein, Volleyballverein, Tennis spiele ich auch noch, Judo natürlich, Basketball, Eishockey und natürlich Hallenjojo nicht zu vergessen. Ich fände es super, wenn die Tage bei mir auch 48 Stunden hätte. Und ich engagiere mich für Kinder. Ja, für meine. So. Peter verlässt das Spiel, das heißt, wir verlassen diese Folge und bei Peter geht es morgen weiter. Oh. Das war nichts Wichtiges. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao. Muss aber wirklich auf Toilette.